Hallo, heute geht es um die Raumdiagonale. Wir schauen uns zuerst mal den Würfel an. Würfel, das heißt, alle Seiten sind eigentlich gleich lang. Es schaut zwar nicht danach aus, weil wir hier natürlich hier wieder eine Verzerrung haben, aber eigentlich sind alle diese Seiten gleich lang. Ich habe es jetzt in meiner Zeichnung 5 cm, das ist nachher für euer Tafelbild wichtig, dass ihr das selber auch zeichnen könnt. Wir versuchen, diese Raumdiagonale ausfindig zu machen. Diagonale ist eigentlich klar. Diagonale sind immer in ein Viereck. Also wenn ich das Viereck ABCD nehme, ist zum Beispiel eine Diagonale AC. Eine Raumdiagonale ist wieder was anderes. Das ist eine Diagonale, die durch den Raum geht. Das heißt in dem Fall die Strecke BH. Wir könnten natürlich auch die Strecke AG nehmen oder CE oder GA. Das alles sind Raumdiagonalen. Und die Frage, die sich damit stellt, ist, wie berechne ich diese Raumdiagonale, wenn ich die irgendwie mit einer Länge angeben möchte? Wie wir das halt sonst immer auch machen, wir versuchen erstmal ein rechtwinkliges Dreieck zu finden. Und das wird jetzt etwas schwieriger, weil dieser Raum ja verzerrt ist. Hier ist unser rechtwinkliges Dreieck. Erkennt man das? Hier ist nämlich eigentlich kein 90-Grad-Winkel, wenn wir das Ganze perspektivisch betrachten. Aber im tatsächlichen Raum ist hier wirklich der 90-Grad-Winkel, denn es geht hier senkrecht runter und wenn dieser A-Punkt uns entgegenkommt, dann wissen wir auch hier, dass ein rechtwinkliges Dreieck dran ist. Ist jetzt immer schwierig zu finden, man muss sich in diesen Raum reinversetzen und den 90-Grad-Winkel sich denken. Sehen tut man hier nicht. Und wenn ich diesen 90-Grad-Winkel und dieses rechtwinklige Dreieck gefunden hat, dann kann ich auch einen Pythagoras aufstellen. Dann ist nämlich diese Hypotenuse BH zum Quadrat, sehr witzig, BH, ist gleich den Kathetenquadraten BD zum Quadrat und HD oder DH zum Quadrat. Also das ist jetzt mein Pythagoras, Hypotenuse und die beiden Katheten. Was gegeben ist, wir haben zum Beispiel diese Seite DH. Denn bei einem Würfel sind ja alle Seiten gleich lang. Diese Seite ist A, diese Seite ist A, diese Seite ist A. Alles ist quasi A. Was wir nicht haben, ist die Seite BD. Das hier. Da schauen wir aber in die Formelsammlung. Das haben wir auch mal früher in schon einem anderen Video bewiesen. Die Diagonale in einem Rechteck ist immer Wurzel 2 mal, Entschuldigung, nicht die Diagonale im Rechteck, sondern die Diagonale im Quadrat, ist immer Wurzel 2 mal A. Also Wurzel 2 mal die Seite, das haben wir mal früher schon bewiesen. Und für BD setzen wir jetzt eben das ein, für DH wissen wir ja, das ist A, setzen wir A ein. Also haben wir 2a Quadrat, aus Wurzel 2 zum Quadrat wird 2, aus A wird a Quadrat, plus diese Seite DH zum Quadrat, das ist a Quadrat. Also nur einsetzen. Und wenn ich das jetzt zusammenfasse, kommt raus 3a Quadrat. Wenn ich dann nach BH auflöse, ist es Wurzel 3a Quadrat und Wurzel 3a Quadrat gibt Wurzel 3 mal a, denn ich kann das a Quadrat rausziehen. Und das ist die allgemeine Formel für die Raumdiagonale in einem Würfel. Das findet man in der Formelsammlung auf Seite 57. Das heißt, tatsächlich müssen wir das jetzt nie wieder irgendwie so genau berechnen mit dem Pythagoras, sondern wenn irgendwann mal die Seite BH, also die Raumdiagonale, gesucht ist, können wir direkt die Formel anwenden. Wir setzen also zum Beispiel die 5 cm von unserem A ein, nehmen das Ganze mal Wurzel 3 und dann habe ich danach die Länge der Raumdiagonalen, natürlich auch von jeder anderen Raumdiagonalen. Dann gibt es das Ganze aber noch mit dem Quader. Da haben wir auch eine Diagonale. Wir haben natürlich noch vier andere, aber die sind ja alle gleich groß. Hier ist es jetzt allerdings so, dass ich drei verschiedene Seiten habe. Die Seite A, die Seite B und die Seite C. Denn nur beim Würfel sind alle drei Seiten gleich lang. Beim Quader sind die drei unterschiedlich lang. Die Seite B gibt es natürlich auch noch woanders. Die gibt es nämlich hier und hier und hier. Und die Seite C gibt es natürlich auch noch mal dreimal woanders. Aber ich habe es jetzt einfach nur einmal beschriftet, damit man das in der Übersicht nicht so verwirrend hat. Auch hier versuche ich wieder ein rechtwinkliges Dreieck zu finden und das ist wieder genau das gleiche, auch wenn hier wieder kein 90-Grad-Winkel zu sehen ist. Die Formel ist die gleiche. BH Quadrat ist gleich BD Quadrat plus DH Quadrat. Nur muss ich jetzt andere Werte dafür einsetzen. DH, das ist diese Höhe hier. Die Höhe war meine Seite C. Also setze ich schon mal für hier hinten C ein. C Quadrat wird das dann. Für BD gilt nicht diese Formel. Für BD haben wir was anderes. Findet man auch in der Formelsammlung auf Seite 54. Wenn ich ein Rechteck habe, dann ist die Diagonale immer die Wurzel aus a Quadrat plus b Quadrat, also quasi mit den Seiten, die in dem Rechteck unten auch sind. Und wenn ich das jetzt alles einsetze, erhalte ich, also für BD Quadrat erhalte ich dann Wurzel aus a Quadrat plus b Quadrat
zum Quadrat, denn diese Seite BD wird ja quadriert, plus und DH war C Quadrat. Man sieht es sofort, dieses Quadrat und die Wurzel hebt sich gegenseitig auf und es bleibt stehen, a Quadrat plus b Quadrat gleich c Quadrat. Und wenn ich jetzt hier noch das Quadrat von BH wegnehme, dann habe ich für die Diagonale, Raumdiagonale im Quader eben die Wurzel aus a Quadrat plus b Quadrat plus c Quadrat stehen. Auch das steht in der Formelsammlung auf Seite 57. Wiederum, ich brauche nicht hier jedes Mal jetzt diese Raumdiagonale mit dem Pythagoras aufstellen, sondern wenn ich die Raumdiagonale suche, dann kann ich einfach die beiden oder die drei Seiten, die ich gegeben habe, hier in diese Formel einsetzen.